Karl Lauterbach, wenn irgendjemand zurücktreten müsste, der belehrt ja jetzt Boris Johnson, wenn das schief geht, müsste er zurücktreten. Wenn irgendjemand zumindest von der Bezeichnung des Experten zurücktreten müsste, dann ist das natürlich Karl Lauterbach. Niemand ist so berühmt geworden, niemand ist so prominent geworden, niemand hat sich so profiliert wie Karl Lauterbach, niemand hat so oft mit fundamentalen Aussagen falsch gelegen. Niemand hat es so oft eingestanden. Niemand hat sich so viele Zahlen... Bei uns auch vor allen Dingen bei uns eingestanden. Niemand hat sich so viele Zahlen einfach ausgedacht für seine Schreckenspropaganda, um einfach Menschen Angst zu machen. Wenn ich geimpft bin, dann sollen wir uns weiter testen. Das heißt doch in der Übersetzung, die Politik möchte gar keinen Ausweg aus dieser Pandemie aufzeigen. Sie möchte diesen Zustand erhalten, indem die Bundeskanzlerin, in der Übersetzung die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der Gesundheitsminister Jens Spahn mir als kerngesundem, doppelt geimpftem, verantwortungsbewussten, risikobewussten Menschen sagen möchte, was ich mir ins Gesicht zu kleben habe. Und ich finde, dafür gibt es keinerlei Grundlage mehr und wir müssen weg von diesem Weltbild und von diesem Menschenbild, dass wir eine Regierung haben, die uns einfach nach Gutdünken unsinniges Zeug vorschreiben darf. Aus dieser Gefallsucht des starken autoritären inzwischen Staates müssen wir dringend wieder raus. Und es liegt an uns Bürgern, diesen Punkt immer wieder zu machen. Und gleichzeitig singen gestern Abend, das ist ja das Gegenbeispiel, dann eben Zehntausende im Wembley-Stadion. Das ist ja auch vollkommen okay, wenn Zehntausende gesunde Menschen singen. Der Staat hat sich bei gesunden Menschen erstmal gar nicht einzumischen. Und der Staat muss argumentieren. Wir müssen nicht argumentieren, warum wir diesen Regeln nicht folgen wollen. Der Staat muss erstmal erklären, warum er diese Regeln überhaupt erlassen darf. Und natürlich darf er Menschen, die keinerlei Gefahr darstellen, zumindest nicht eine Gefahr, die irgendwie über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, irgendetwas vorschreiben. Das, was wir gerade erleben, ist, der Staat schreibt uns vor, du musst dich anschnallen, auch wenn du zu Hause auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Du darfst nicht mehr über die Straße gehen, weil du überfahren werden könntest. Das ist genau der Eingriff, den der Staat da gerade vornimmt. Und darüber hat natürlich auch Karl Lauterbach getweetet und hat geschrieben, das RKI schätzt die Lage richtig ein. Bei der Delta-Variante sind mindestens 85% Geimpfte nötig. Und tatsächlich, Auch diese Zahl, man kann da gar nicht scharf genug widersprechen. Diese Zahl ist erstmal vollkommen aus der Luft gegriffen. Die hat einfach jemand aufgrund von Modellierungen, die jetzt anderthalb Jahre nicht gestimmt haben, sich ausgedacht. Und natürlich, das ist das Schlimme an dieser Zahl, ist es eine Fantasiezahl, die wir niemals erreichen werden. Die Aussage war immer, das Leben ist wieder da, wenn jeder dieses Impfangebot hatte. Inzwischen, wir alle kennen viele Menschen, Freunde, Bekannte, Verwandte, ist es kaum möglich, in Deutschland nicht geimpft zu werden, wenn man geimpft werden will. Ja? Und das ist der Maßstab. Wenn ich für mich entscheide, ich möchte nicht geimpft sein, ich möchte das Risiko eingehen, ist das ja vollkommen okay. Wichtig ist, dass wir einander nicht mehr gefährden. Die Menschen, die Angst vor Corona haben und nicht Corona bekommen wollen, können sich impfen und können inzwischen geimpft sein. Und damit muss das Leben zurückkommen. Und wir hören in letzter Zeit ja immer wieder, ganz viele Kinder möchten sich auch freiwillig impfen lassen. Nachdem man den Kindern anderthalb Jahre gesagt hat, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann stirbt Oma. Kann man doch da hier nicht mehr allen Ernstes von Freiwilligkeit sprechen. Mich erinnert das ein bisschen an die Burka-Debatte, wo wir immer sagen, aber viele Frauen tragen die Burka auch freiwillig. Nein, natürlich trägt keine Frau die Burka freiwillig. Sie traut sich nur nicht mehr zu sagen, dass sie sie unfreiwillig trägt. Und eine ähnliche Unfreiheit erleben wir im Moment auch bei Kindern, denen wir suggerieren, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann gefährdet ihr andere Menschen. Die Übersetzung ist, lasst euch bitte etwas spritzen, was ihr nicht braucht, weil Erwachsene es sich nicht spritzen lassen wollen.